Yvonne Weilhardt, Gratulation zum Debüt. Erste Spielerin aus dem 2000er Jahrgang, wie fühlt sich das an? Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl, das erste Mal in Asien zu spielen. Und ich kann es eigentlich noch immer nicht fassen und bin dem Trainer sehr dankbar, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat. Und nichtsdestotrotz warten noch viele weitere Dinge auf mich. Viele weitere Dinge, wie geht es für dich jetzt weiter? Ja, ich habe noch höhere Ziele, also im A-Team immer jetzt dabei zu sein, eine wichtige Spielerin zu werden und einfach individuell weiterentwickeln.